Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie als erstes informieren über ein Gespräch, das gestern stattfand, zusammen mit Oskar Lafontaine und Dietmar Bartsch. Dann werde ich zu den Blockupy-Protesten etwas sagen und dann zum Besuch von Alexis Tsipras in Deutschland. Wir werden morgen mit ihm ja gemeinsam eine Pressekonferenz machen. Als erstes zu dem Gespräch gestern mit Oskar und Dietmar Bartsch. Wir haben in diesem Gespräch nochmal ausgelotet, wie die Lage ist. Es bleibt dabei, dass Oskar Lafontaine seine Kandidatur davon abhängig macht, dass er von breiten Teilen der Partei akzeptiert wird. Das kann ich durchaus bestätigen. Es gibt eine ganze Reihe von Aktivitäten in der Partei, die darauf hindeuten, dass es so ist. Aber gleichzeitig ist es so, dass Dietmar Bartsch seine Kandidatur aufrecht erhält. Das ist der Zustand, den wir zurzeit haben. Was in dem Gespräch geklärt wurde und auch in Nachfragen nochmal eindeutig geklärt wurde, ist, weil das offensichtlich der ein oder andere dachte, dass Oskar Lafontaine nicht als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl zur Verfügung steht, wenn das nicht auch mit dem Parteivorsitz verbunden ist. Hintergrund ist, und das ist aus meiner Sicht durchaus richtig und verständlich, dass natürlich auch ein Spitzenkandidat die Inhalte maßgeblich mit beeinflussen muss, für die dann bei einer Bundestagswahl angetreten wird, und dass das natürlich in einem Zusammenhang steht. Wenn also jemand darauf hofft, dass er selber möglicherweise Parteivorsitzender wird, aber Oskar Lafontaine dann den Wahlkampf gestaltet und sich als Spitzenkandidatur zur Verfügung stellen würde, das wird jedenfalls aus heutiger Sicht nicht stattfinden. Diese Entwicklung freut mich natürlich überhaupt nicht. Es geht in der Weise weiter, dass wir weiter Gespräche führen werden, insbesondere auch mit Frauen. Ich gehe davon aus, dass wir da bald auch die ersten Kandidaturen haben werden, sodass wir dann in weiteren Gesprächen bis zum Parteitag möglicherweise auch durchaus kontroverse Vorschläge haben. Nicht jede Kandidatur, die dort ansteht, ist ja eine sozusagen Kampfkandidatur, sondern es geht ja auch darum, dass dann durchaus auch entsprechend genügend Kandidatinnen und Kandidaten da sein werden, dass sich der Parteitag entscheiden kann. Die Entwicklung, die wir in der Personalfrage haben, freut mich überhaupt nicht. Ich habe es bereits gesagt. Sie ist deshalb absolut absurd, weil eigentlich angesichts der Situation in Europa eine starke Linke gerade in der Bundesrepublik Deutschland ganz besonders notwendig wäre. Wir sehen, dass die linken Schwesterparteien, die wir haben, wir sehen das in Griechenland, wir sehen das in Frankreich, stärker werden in ihrer Geschlossenheit, dann auch mehr Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern kriegen. Wir machen zurzeit das Gegenteil. Das ist wirklich eine absolut ungute Entwicklung und ich wünsche mir sehr, dass wir das noch hinkriegen. Ich möchte mahnend erwähnen, dass wenn die destruktiven Kräfte in der Linken sich durchsetzen, im Ergebnis die Linke in Deutschland schwächer sein wird, als die PDS je war. Das sage ich bewusst mahnend auch an meine Genossinnen und Genossen in der Partei. Wenn sich die destruktiven Kräfte durchsetzen, wird die Linke schwächer sein in Deutschland als die PDS je war. So, angesichts dieser Situation, die ich als wirklich absurd betrachte, wenn man die Situation in Europa und auch in Deutschland sich ansieht, möchte ich noch einiges zu den Blockupy-Protesten sagen. Es waren über 30.000 Menschen, ich war selber mit dabei, die am Samstag in Frankfurt gegen Merkels Krisenpolitik und gegen die Macht der Finanzmärkte demonstriert haben und ihren Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Diese Demonstrationen verliefen absolut friedlich. Ein Journalist hat mich gefragt, ob ich Gewalt erwarte. Ich habe ihm geantwortet, er soll sich mal umsehen, wer auf diesen Straßen eher gewaltbereit aussieht. Und das muss ich sagen, waren auch aus meinem Eindruck eher die Polizei als die Demonstranten, so hochgerüstet, wie die dort aufgetreten sind. Die einzige Gefahr, die für die Demokratie ausging,
war aus meiner Sicht die Verbotspolitik der Jamaika-Stadtverwaltung in Frankfurt. Und diese Demokratie wird gefährdet von einer Polizeitaktik, die im Ergebnis Kapitalismuskritik unter Generalstraftatverdacht gestellt hat. Das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und an die Adresse der Grünen muss ich sagen, sie regieren ja nun mit in Frankfurt, sie haben damit aller Welt klargemacht, dass ihnen offensichtlich das Bankenprivileg wichtiger ist als die Bürgerrechte. Und das ist für diese Partei doch eine bemerkenswerte Entwicklung. Ich denke, dass die Frankfurter Proteste erst der Anfang sind. Es wird mit Sicherheit weitere Proteste geben und auch geben müssen, weil die Probleme ja nicht beseitigt sind. Und auch ein Wort an die Gewerkschaften. Ich habe sehr viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gesehen, auch die mir persönlich bekannt sind. Ich hätte mir gewünscht, dass von Seiten der Gewerkschaften eine breitere Unterstützung dieser Occupy-Bewegung und dieser Demonstrationen am Samstag stattgefunden hätte. Ein Zeichen wäre aus meiner Sicht notwendig, nämlich zum Beispiel ein gemeinsamer europaweiter Aktionstag, der von den Gewerkschaften mit unterstützt wird, in dem eindeutig Position bezogen wird zu dem, was nun insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Europa droht, nämlich Kürzungen der Renten, Kürzung der Löhne, Zerschlagung der Sozialsysteme. Und deshalb sage ich, ein von den Gewerkschaften getragener europaweiter Aktionstag, der sich eindeutig zu Nein zu Lohnabbau, Nein zu Rentenkürzung, Nein zu Sozialabbau positioniert, wäre aus meiner Sicht dringend notwendig. Auch die Gewerkschaften müssen aus meiner Sicht Position beziehen dagegen, dass das, was über die Banken gegenwärtig an Geld abgezogen wird, auch Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Die Unmut der Menschen ist inzwischen aus meiner Sicht wirklich mit den Händen zu greifen, nicht nur auf diesen Demonstrationen. Und er entzündet sich an der Bereitschaft der Politik, zweistellige Milliardenbeträge für kaputte Banken zu mobilisieren, aber immer, wenn es um die Bürgerinnen und Bürger geht, wenn es um die Frage sichere Jobs, um die Frage, was bekommen die Arbeitslosen, um die Frage, wie viel Geld kriegen eigentlich die Rentner geht, da fehlt das Geld. Das ist auf Dauer nicht zu akzeptieren und gefährdet den Sozialstaat. Und ich möchte Ihnen zum Schluss dieses Teils nochmal zwei, drei Zahlen sagen, die mich selber wirklich nochmal erzürnt haben, als ich sie zur Kenntnis nehmen musste. Sie wissen, für 1% leihen sich die Banken Geld bei der EZB. Und wenn Sie zurzeit Staatsanleihen 10-jähriger Laufzeit betrachten und deren Zinsen, dann stellen Sie fest, dass inzwischen Spanien für 10-jährige Staatsanleihen bei Italien und Spanien bei 10-jährigen Staatsanleihen 6% Zinsen zahlen und dass Griechenland aktuell bei 30% Zinsen ist. Die EZB holt sich das Geld für 1% und verleiht es an Griechenland zu 30% weiter. Aus meiner Sicht erfüllt es den Tatbestand des Wuchers. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich verboten, aber offensichtlich geht bei den Banken alles. Und dieser Zustand, der muss aus meiner Sicht beendet werden. Der Staat soll keine Schulden mehr machen dürfen, aber gleichzeitig die Schulden der Banken bezahlen. Diese Logik, meine Damen und Herren, die wird nicht aufgehen. In dem Zusammenhang eben auch findet der Besuch meines Freundes Alexis Tsipras in Deutschland statt. Er war in Paris und ist dann bei uns morgen in Berlin. Gregor Gysi und ich, wir werden uns gemeinsam mit ihm besprechen und werden dann auch eine Pressekonferenz machen. Und ich denke, es wird die Gelegenheit gegeben sein für Alexis, dass er auch den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland noch einmal verdeutlicht, was das Sparprogramm in Griechenland eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger letztendlich bedeutet. Wenn man einen Schulden über Nacht ins Verlies sperrt, in den Schuldenturm, dann hat er nicht am nächsten Tag, am nächsten Morgen mehr Geld in der Tasche als vorher. Diese Logik geht nicht auf, aber das ist eigentlich der Kern der Wirtschaftspolitik von Frau Merkel. In den wichtigsten Fragen stimmen wir mit Herrn Tsipras überein, nämlich der Einführung von Direktkrediten der EZB an Staaten, um den Spekulationssumpf mit Staatsanleihen einzudämmen, vielleicht sogar auszutrocknen. Eine drastische Anhebung der Reichensteuern, Sie wissen, wir fordern die Millionärssteuer. Strikte Regulierung des Bankensektors, das Nein zu Lohn, Renten und Sozialabbau in Europa, sondern stattdessen europaweite Mindeststandards für Steuern, Löhne, Renten und Sozialstaat. Wir wollen ebenfalls, und das ist ja auch
jetzt durch Holland wieder in der Diskussion, eine konsequente europäische Konjunkturförderung. Das ist unser Gegenentwurf zu Merkels Krisenpolitik, die europaweit gescheitert ist, und ich hoffe, dass mit den Wahlen in Frankreich auch in dieser Frage Bewegung entsteht. Wir fänden es im Übrigen richtig, wenn sich Frau Merkel ebenfalls mit Herrn Tsipras treffen würde. Es gibt ja Umfragen, die sagen, es wird künftig die stärkste Partei in Griechenland sein. Ich glaube, das sollte auch Frau Merkel nicht ignorieren. Wir sind in der Erwartung, dass sich durch die Neuwahl in Griechenland die Verhältnisse nochmals zugunsten derer ändern, die dieses Spardiktat ablehnen und im Interesse der griechischen Bevölkerung die Mehrheit haben, damit sie nicht für die Banken weiter in der Weise zahlen, wie das der Fall ist. Soweit von mir, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.